Ich begrüße Sie zur Online-Vorlesung Einführung in Operations Research. Wir behandeln in dieser Veranstaltung Problemstellungen aus dem Bereich linearer Optimierung und verwenden dabei häufig Beispiele aus der BWL, weil ich der Auffassung bin, dass diese Beispiele für viele gut nachvollziehbar sind und sie so zum besseren Verständnis der Algorithmen beitragen. Interessenten anderer Fakultäten sind sicherlich auch gut in der Lage, diese Beispiele nachzuvollziehen und dann mit ihren Fachkenntnissen auf Problemstellungen ihres Fachgebietes zu übertragen. Die Vorlesung gliedert sich in drei Themenbereiche. Wir liegen im ersten Teil lineare Optimierung, die Grundlagen für die folgenden Veranstaltungen, nämlich die ganzzahlige Optimierung und Lösung kombinatorischer Probleme und im dritten Teil Lösungsansätze bei Problemen mit mehrfacher Zielsetzung. Die Gliederung der einzelnen Themen des ersten Teils habe ich Ihnen auf den Seiten 3 bis 8 zusammengestellt. Um die Facetten der linearen Optimierung beherrschen zu lernen und uns auf gleicher Sprachebene zu bewegen, benötigen wir einige mathematische Grundlagen. Wir wiederholen daher zum Einstieg für unseren Vorlesungsinhalt wichtige Begriffe und Zusammenhänge. Im Kapitel Mathematische Grundlagen werden wir uns Begriffe über Vektoren, die Linearkombination, die Basisvektoren, Matrizen, Rang einer Matrix, Inverse einer Matrix, Gleichungssysteme, Ungleichungssysteme und Lösung linearer Gleichungssysteme anschauen. Damit schaffen wir uns die Grundlage für unsere weitere Vorgehensweise. Da wir uns in erster Linie an Problemstellungen aus der BWL orientieren werden, will ich Ihnen im Kapitel Betriebswirtschaftliche Grundlagen einige Begriffe aus der Betriebswirtschaftslehre vorstellen, um dann auf ein Beispielmodell überzugehen, das klassische lineare Maximierungsmodell zu formulieren und uns mit der grafischen Lösung näher zu befassen. Dabei werden Begriffe wie konvexe Punktmengen und einmal schrittweise das Prinzip des Simplex-Algorithmus grafisch angeschaut. Es schließen sich weitere wichtige Begriffe der linearen Optimierung an, wie die kanonische Form und Zulässigkeit und Optimalität. Mit den ersten drei Kapiteln haben wir uns in die Lage versetzt, den klassischen Simplex-Algorithmus mathematisch, algorithmisch und rechnerisch zu behandeln, wie wir es hier im Kapitel 4 vorgesehen haben. Zum Simplex-Algorithmus gehört nicht nur die Bestimmung der optimalen Lösung. Wir sollten auch Kenntnisse darüber erwerben, was uns eine optimale Lösung durch die Werte im Simplex-Tableau mitteilt. Das wird uns hier im Kapitel 5 beschäftigen. Wir werden also uns anschauen, was bedeuten die Tableau-Elemente, wie können wir anhand des Optimaltableaus Sonderfälle erkennen und in der Realität werden wir erfahren, dass sich im Nachhinein, nachdem das Modell erzeugt worden ist, Modifikationen ergeben. So können zum Beispiel neue Restriktionen
einzubauen sein. So können zum Beispiel neue Variable einzubauen sein. Wie können wir diese Probleme in unser Optimaltableau integrieren, ohne den gesamten Rechenprozess noch einmal mit einem neuen Modell durchzuführen? Ziel soll es nun sein, nachdem wir das klassische lineare Optimierungsmodell intensiv behandelt haben, diese Kenntnisse zu nutzen, um allgemeine lineare Optimierungsprobleme mit dem Simplex-Algorithmus zu lösen. Wir erfahren in Kapitel 7, wie wir Abweichungen, etwa Min statt Max oder größer Gleichrestriktionen statt kleiner Gleichrestriktionen, Integration von Gleichheitsrestriktionen berücksichtigen können, was uns schließlich zum sogenannten Zwei-Phasen-Algorithmus oder Zwei-Phasen-Simplex-Algorithmus führt. Eine erste Modifikation des klassischen Simplex-Algorithmus. Etwas mathematischer wird es dann im Kapitel 8 mit dem Thema Dualität. Der Begriff der Dualität spielt in vielen Bereichen, vor allem in der Entwicklung neuer Lösungsmethoden, eine wichtige Rolle. Im Rahmen linearer Optimierung ist dieser Sachzusammenhang recht einfach nachzuvollziehen. Dualität nutzen wir vor allem für die Entwicklung von Optimalitätskriterien. Das heißt, wann ist eine Lösung optimal? Beziehungsweise, welche Voraussetzungen muss eine Lösung erfüllen, um optimal zu sein? In den Kapiteln 9 und 10 besprechen wir weitere Modifikationen des Simplex-Algorithmus, die neben dem klassischen Verfahren durchaus ihre Berechtigung haben. Die duale Simplex-Methode wird uns lehren, bei unzulässigen Lösungen nicht unbedingt den Zwei-Phasen-Simplex-Algorithmus einzusetzen. Duale Austauschschritte spielen in verschiedenen Verfahren der ganzzahligen Optimierung eine wichtige Rolle. Die revidierte Simplex-Methode nutzt den Simplex-Algorithmus unter Einsatz der Basisinversion. Sie ist entwickelt worden, als Speicherplatz noch teuer war und bietet uns einen guten Ansatz, noch etwas tiefer in das Verständnis unserer Rechnungen einzudringen. Reale Probleme werden in Modelle umgesetzt. Diese Modelle sind häufig durch eine dünn besetzte Koeffizientenmatrix gekennzeichnet und viele Entscheidungsvariable sind nach unten bzw. nach oben beschränkt. Das heißt, die untere Grenze ist größer als 0 und die obere Grenze kleiner als unendlich. Wie wir solche Problemstellungen in der Struktur vereinfachen und damit das Problem in seiner Dimension reduzieren können, wird uns in Kapitel 11 beschäftigen. Die letzten zwei Kapitel beschäftigen sich mit der Variation der Konstanten der rechten Seite bzw. in der Zielfunktion. Das ist insofern von Bedeutung, als wir häufig davon ausgehen müssen, dass unser Zahlenmaterial, das wir im Modell verwenden, unsicher ist, eventuell aus der Vergangenheit abgeleitet und wir nicht abschätzen können, wie sich die verwendeten Größen in unserem Betrachtungszeitraum entwickeln. Wir betrachten daher Verfahren, die uns Aussagen erlauben, wenn sich ein Randspaltenwert
oder auch mehrere, beziehungsweise eine Größe in der Zielfunktion oder auch mehrere verändern. Diesen Teilbereich bezeichnen wir mit dem Begriff postoptimale Analyse. Das heißt, wir ermitteln zunächst das Optimum des Ausgangsproblems und untersuchen dann, wie sich Veränderungen der Ausgangsdaten auf das Optimum auswirken. Dazu gehört die Variation eines Randspaltenwerts, Variation eines Zielfunktionskoeffizienten, parametrische Optimierung der rechten Seite, mehrere Koeffizienten der rechten Seite werden verändert, parametrische Optimierung der Zielfunktion, mehrere Zielfunktionskoeffizienten erfahren Veränderungen. Das Ganze wird dann abgerundet durch die sogenannte vektorparametrische Optimierung. Die Vorbereitung ist für den Teil 3 im Rahmen der mehrfachen Zielsetzung bei linearen Optimierungsproblemen. Um das Paket der linearen Optimierung sinnvoll bearbeiten zu können, sind folgende in sich geschlossene Module konzipiert, die natürlich den Stoff der vorhergehenden Module verwenden.